Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 4 mit Captain Reliok. Wir wollen jetzt durch dunkles Glas sprechen mit Loras beim Berg Seaview. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier habe ich den Wegpunkt mich hin teleportiert. Und ich wollte euch die Atmosphäre hier zeigen. Wie das so langsam die Wüstenregion dann zu diesem verlassenen Aufstieg, wie düster das gehalten ist, verbrannte Erde, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das macht viel Atmosphäre aus. Ja. Okay, dann geht's los, Loras. Was ist unser nächster Schritt? Irgendwo in diesem Paradies hat die Triune ihren alten Tempel zurückerobert. Leider können wir nicht einfach hineinspazieren. Elias hat Nachforschungen zu Schreinen von Mephisto, Baal und Diablo angestellt. Nur die Gesegneten vermögen den Pfad zu öffnen. Ja, aber ein Segen von den großen Übeln, das ist verdammt riskant. Wenn das der Schlüssel in den Tempel ist, gehe ich das Risiko ein. Baals Schrein ist in der Nähe. Damit fangen wir an. Okay, auf zu Baals Schrein. Das ist ja nicht weit weg. Das war klar, dass der normale Mob hier kommt. Ich habe keine Wut mehr. Der normale Mob. Ich habe keine Wut mehr. Was ist da los? Ach, das ist ein Gegner. Okay. Kommen wir da vorne? Links. Hier links rum, genau. Baal, Herr der Zerstörung. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Tor Balos. Tor Balos. Geht es euch gut? Es geht mir gut. Noch zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark. Okay. Weiter geht's. Ja, wir können hier so rum. Ach, wo springe ich denn hin? Okay. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt hat's mehr Wut geklappt. Okay. So, hier hochklettern.
Keine Verwendungsprobleme. Okay. Segen des Schreckens. Altar des Schreckens. Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al Diabolos. Al Diabolos. Okay. Ich muss warten. Okay, okay, okay. Ich darf jetzt nicht falsch abbiegen. Ich will nochmal gucken. Ja, hier ist... Obwohl, man kann auch da. Man kann auch da. Was ist das? Oh. Eine Nebenquest. So. Ich muss warten. Ich muss warten. Das hat's mal gebracht. Ich muss warten. Gut. Wir sind gleich da. Ah, wo springe ich denn immer hin? Der letzte Schrein. Der Herr des Hasses, Vater von Lilith, seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll, und sucht dann den Tempel. So sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Dul Mephistus. Aber seid vorsichtig. Dul Mephistus. Okay. Wolf. So sehen wir uns wieder. Mephisto, ich weiß, wer ihr jetzt seid. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht helfen können.
Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Niemand ist sich noch seiner Stellung bewusst, was? Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lot bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Champion der Barbaren. Okay. Uns den großen niemals. Ich bin noch nicht bereit. Okay, kleiner Zwischenboss. Oha. Ja, hatten wir Barbaren. Ich muss warten. Das ist ganz gut, dann habe ich ein bisschen Schutz in meinem Erdbeben, okay. Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja, ich hatte in den letzten Jahren Pech. In diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen, nicht wahr? Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Wieso konzentriert ihr euren Zorn für den Moment nicht auf Nelle? Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Die Opfer meines Bruders Baal. Er legte lange vor eurer Zeit die Lande der Barbaren in Schutt und Asche. Ich wünschte, ich hätte es mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte aber nichts damit zu tun. Elias hat das Gleichgewicht im Tempel der großen Übel gestört. Und diese Schatten der Vergangenheit gehören in Baals Reich, nicht meins. Aber ihr Hass ist mir willkommen. Okay. Bisschen Wut aufbauen.
brauche mehr Wut. Ich muss warten. Okay. Ja, jetzt rede ich ein bisschen zu wenig, glaube ich, manchmal, ne? Ich will eben die Immersion nicht stören, wie gesagt. Es ist schwierig, die richtige Mischung zu finden. Na, jetzt. Ich habe den letzten Segen empfangen. Ich habe etwas beim Schrein gesehen. Einen Wolf. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Der Tempel der großen Übel liegt direkt vor euch. Okay. Also die Spannung ist da. Also ich bin jetzt ganz gespannt. Ich muss warten. Ich brauche mehr Wut. Na, wie weit ist es noch? Wir sind gleich da. Ach so, ich hätte jetzt noch... Kommt er mit? Da ist er ja. Sehr schön. Da ist er ja. Das erinnert mich an Diablo 2 auch. Das ist ja... Toll gemacht. Der Weg wird frei gemacht. Okay. Oha. Okay, das könnte wieder ein größeres Dungeon sein. Und das machen wir jetzt wieder mit einem Break. Okay, hallo, da sind wir wieder. Ich habe mich hier durch den Dungeon geschnetzelt. Das habe ich aber euch vorenthalten. Das ist mir zu lange gewesen. Deshalb habe ich jetzt hier den Break gemacht und mache hier weiter.
Haben wir noch? Wir haben noch Aufnahmekapazität. Wir kommen zu spät. Das Ritual hat bereits begonnen. Ich werde mich selbst um Elias kümmern. Bleibt im Schatten. Ich habe euch vor diesem Weg gewarnt. Lore. Hab. Sodele, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich bin noch nicht bereit. Das ist ja eigentlich ja. Geschafft! Geschafft! Hinab in die Flammen! Sprecht mit der mysteriösen Frau! Geschafft! Easy peasy! Wo ist die mysteriöse Frau? Ungelöste Probleme. Hier keiner da.
Super gut. Super gut. Ist das hier? Wo ist denn das? Ist das da? Scheiße, ist das da? Ja. Mysteriöse Frau. Oh, ich hab schon gedacht. Was ist geschehen? Es fühlt sich an, als ob Feuer über meine Haut kriecht. Oh. Ihr wurde tätowiert. Ein Ritual. Ich höre etwas. Eine Stimme in meinem Kopf. Andariel. Zwischen euch und ihr wurde eine Verbindung hergestellt. Wer seid ihr? Taisa, wer seid ihr? Ich bin Lorat, einer der Horadrim. Horadrim? Wie Elias? Wenn er das gesagt hat, hat er gelogen. Ich war gekommen, um ihn zu töten. Ich dachte, ich hätte es auch geschafft, doch als ich wegsah, war er verschwunden. Wenn er überlebt hat, muss er in seine Zuflucht geflohen sein. Zuflucht? Er hat einen Palast. Irgendwo in der Wüste im östlichen Kirgistan. Aber mehr weiß ich nicht. Okay. Tja, eine gute Nachricht gibt es. Ohne ihn verfallen die Kannibalen in Gul'ran vielleicht in Chaos. Wie finden wir diesen Palast? Wir sollten nach Tazara gehen. Die Menschen dort kennen die Wüsten Kirgistans gut. Vielleicht hat jemand von diesem Palast gehört. Okay. Ich begleite euch. Ich weiß zwar nicht, ob ich in diesem Zustand eine große Hilfe bin, aber ich verdanke euch mein Leben. Ihr seid uns nicht schuldig, aber ihr könnt uns gerne begleiten. Auch ihr verdient Vergeltung. Cool. Abgeschlossen. Ungelöste Probleme. Gut. Oh, was ist hier? Hier ist ein Spieler. Aha. Das ist ja cool. Ach so, ich bin jetzt auch in der ganz normalen Welt wieder. Wo geht die Story dann weiter? Da. Da ist aber dann ist ein langer Weg. Da mache ich mich schon wieder dann auf den Weg und erkunde das hier so ein bisschen. Alles klar. Gut, dann soll es für heute gewesen sein. Teleportieren wir uns hier mal in die nächste Stadt. Ui, das war ja, ja, der Mob, der gespawnt wurde, der war ein bisschen heftig. Aber alles geschafft. Gut, dann sage ich, oh, es leckt da schon wieder. Leckt es schon wieder. Ach so, wir gucken uns noch mal die Waffe an, die ich gefunden habe. Ah, die ist leider schlechter. ...18. Gut, aber immerhin, alles klar. Dann in diesem Sinne, euer Captain Riliok, nächstes Mal geht's weiter. Danke, dass ihr so viel Geduld gehabt habt. Und dann, bis dann. In Hamburg sagt man Tschüss.